Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es die zweite Folge von Idiotentest, von diesen 50 Fragen. Ja, denn ihr habt ja das letzte Mal die 3 Likes gepackt, danke dafür. Ich hoffe natürlich, dass wir das heute wieder schaffen. Also, unser Ziel 3 Likes heute wieder. Also, wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir wieder eine positive Bewertung. Also, wie gesagt, like dieses Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr in Zukunft zu verpassen. Ich glaube, wir sind hier stehen geblieben und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Auf einer Stange sitzen 10 Tauben. Ein Jäger schießt eine Taube da. Wie viele sitzen noch da? Ja, eigentlich 9 müssten es sein. Bitte. Bruh. Ernsthaft? Ernsthaft? Erhält ein Nachtwächter, der am Tage stirbt, eine Pension? Hä, nein, der ist doch tot. Hä? Ja, eben. Er ist doch tot. Eben, genau. Klaus fiel von einer aufgestellten 7 Meter hohen Leiter. Wieso blieb er unverletzt? Klaus fiel von einer aufgestellten 7 Meter hohen Leiter. Ja, weil er vielleicht nicht ganz oben war. Er war nicht ganz oben. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich hab's richtig, weil ich habe ja gesagt, er war ja nicht ganz oben. Süden ist dort, wo der Daumen links ist. Kannst du das beweisen? Süden ist dort, wo der Daumen links ist. Ja, weil das nein, das ist der Westen. Wo der Daumen links ist. Nein. Nein. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Heißt es 5 plus 7 gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? Ist gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nenn mich nie wieder Mathe-Genie. Nie wieder! Warum baut man neue Häuser? Damit mehr Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Oh mein Gott! Was sind das jetzt plötzlich für Fragen? Heute läuft gar nichts. Was ergibt 7 und 7 und 7? 21, hä? 7 und 7 und 7. Keine Ahnung, ist safe falsch. Das geht doch nicht. Ey, komm schon. Was sind das denn bitte jetzt für Antworten hier? Was liegt in der Mitte vorum? Ha, das O. Ich hab euch! Von 6 Kerzen werden 4 ausgeblasen. Ausgeblasen. Wie viele bleiben übrig? Ja, 2. Vier. Die restliche. Hä? Nein! Das stimmt doch gar nicht. Die restlichen 4, die brennen nicht ab. Die sind für die Kirche das ewige Licht. Das ist falsch. Das ist richtig. Das ist richtig. Warum fressen Eisbären in ihrer Heimat keine Pinguine? Weil die einen beim Nordpol und die anderen, Mann, sich am Südpol befinden. Ja, sag doch. Leute, ich bin schlau. Oh mein Gott. Welche Frage kann man sinnvollerweise nicht mit Nein beantworten? Lebst du? Sag ich doch. Ich weiß alles, Leute.
Ein Zweijähriger fiel im 12. Stock von der Fensterbank. Wieso blieb er unverletzt? Weil Mama Superman ist und sie aufgefangen hat. Was sind das denn bitte für Antworten? Wie viele bräuchte man? Ja, das eine, die lang genug ist. Wo war der Mann von Witwe Gertrud? Okay. Während des Hühnerdiebstahls. Hä? Ihr Mann ist bei Gott. Ja, dasselbe. In welchem Monat schlafen 18-jährige Franzosen am wenigsten? Ja, Februar. 200.000 IQ-Move. Haha! Man hat was in der Tasche und hat doch nichts in der Tasche. Was kann das sein? Geld? Keine Ahnung. Geld? Ach, was? Hä? Ein Loch? Ein Bauer hat 20 Schweine, 40 Kühe und 60 Pferde. Wie viele Pferde hat er, wenn man die Kühe als Pferde bezeichnet? Ja, 100. Pferde hat er, wenn man die Kühe als Pferde bezeichnet? Ja, immer noch 60. Ja. Hä? Was steht hinter dem Kölner Dom? Hinter dem Kölner Dom? Hä? No plan. Keine Ahnung. Wo wächst der beste Wein? In Italien. Keine Ahnung. Mann! Was macht ein Glaser, wenn er kein Glas... Hä, was ist bitte ein Glaser? Hä? Er stirbt, keine Ahnung. Was soll denn bitte ein Glaser sein? Hä? Ja, wow, super. Weißt du, was ein Glaser ist? Okay. Woher kommt eine Ente, die in Duisburg im Rhein schwimmt? Aus dem Bauch? Aus dem Ei, ich Idiot, Mann. Womit fängt der Tag an und die Nacht hört auf? Ha, lustig, den kenne ich. Lirum Larum Löffelstiefel. Wie schreibt man das mit drei Buchstaben? Lelex. Eine Taube kann eher 1500 Kilo Weizen fressen als ein Pferd. Ja? Eben. Leute, 50% waren richtig. Ich kann aber nichts dafür, dass es so eigentlich so viel falsch war. Das waren blöde Antworten. Da kann ich doch nichts dafür. Das war vom Video. Gebt dem Video unbedingt eine positive Bewertung. Und bei 3 Likes kommt die nächste Folge von Idiotentest. Und ja, ich würde sagen, ciao, ciao. Bis gleich, meine lieben Freunde.